Die Insel Malta liegt im Mittelmeer zwischen Sizilien und der Küste Nordafrikas. Malta gehört seit 2004 zur Europäischen Union und ist mit 520.000 Einwohnern auf 316 Quadratkilometern Fläche der Staat mit der fünftgrößten Bevölkerungsdichte weltweit. Viele historische Städte und das sonnige Klima machen die Insel zu einem beliebten Urlaubsziel. Die Eroberungen durch die Römer, Mauren, den Johanniterorden, Franzosen und Briten haben vielfältige Spuren wie Festungen und uralte Tempel hinterlassen. Die von Mauern umgebene Hauptstadt Valletta wurde im 16. Jahrhundert vom katholischen Johanniterorden gegründet. Museen, Paläste, Kirchen und vor allem das barocke Wahrzeichen der Stadt, die St. John's Co-Cathedral, in der sich Caravaggios Meisterwerk, die Enthauptung Johannes des Täufers, befindet, lohnen die Besichtigung. Die megalithischen Tempel von Tarsien wurden ab ca. 3250 vor Christus errichtet und gehören zum UNESCO-Welterbe.
Im Südwesten der Insel, nahe der Stadt Rabat, liegt das Dorf Dingli mit seinen steilen Klippen. Die Dingli Cliffs erheben sich bis zu 253 Meter hoch aus dem Meer. Dina war die Hauptstadt der Insel, bevor die Johanniter Valletta dazu machten. Die Araber, die vor den Johannitern auf Malta waren, teilten die antike römische Stadt in zwei Teile, die Zitadellen Dina und das übrige Stadtgebiet Rabat. Die Sehenswürdigkeit von Mostar ist die Maria-Himmelfahrt-Kirche, auch Rotunda genannt. Sie besitzt die viertgrößte Kirchenkuppel der Welt mit einem Durchmesser von 39 Metern. Die sogenannten drei Städte Maltas, Viteriosa, Cospicua und Senglea, liegen nah beieinander gegenüber von Valletta rings um den Grand Harbour und bilden eine einzigartige städtische Festung mit faszinierenden Einblicken in die maritime Geschichte der Insel. Sie waren der Hauptsitz des Malteserordens und dienten den Rittern als schützender Zufluchtsort auf Malta. Thank you.
Maltas Schwesterinsel Gozo ist die zweitgrößte Insel des maltesischen Archipels. Sie ist seit Jahrtausenden bewohnt von den Phöniziern, Römern, Arabern, Sizilianern, Franzosen und Briten. Bekannt ist Gozo für die Ruinen des neolithischen Giantia-Tempels, eine gewaltige prähistorische Anlage, die etwa 3000 vor Christus entstand. Maltan an veduta per sapeha la tubiu e al paia tal meleha em zeina con la giorna si giar più ri e tas o em lauturi will peturi el mal si Im Kaprin, gen il bayat assew ferħanin, għax imżejna b'kull ġmiel naturali, baħar taħlani, bleli mħadrin. Is-sajf, kulħadd imur lek salatira, għax Malta l-poplu tagħha. Dinja mira Turisti barkul sena izruwa